Was für ein Chaos! Verschütteter Wein, umgeschmissene Stühle. Seit 500 Jahren dasselbe Drama. Hier wird gefeiert, da gestritten, gelitten, gestaunt und geschneuzt. Ha. Schon irgendwie absurd und echt verrückt, der Herrenberger Altar. Ja, das stimmt. So hat man die Leidensgeschichte von Jesus, die Passion, wirklich noch nicht gesehen. Ein einzigartiges Zeitzeugnis. Was? Chaos und Unfug sind doch nicht gleich ein einzigartiges Zeitzeugnis. Was soll dieses Abendmahl zum Beispiel? Christus bricht mit seinen Jüngern das Brot. Aber was hat Judas da unter seinem leuchtend gelben Gewand? Ist das seine einzigartige Reaktion? Dazu biegt er sich auch noch völlig verzerrt und unnatürlich über den Tisch. Das wirkt doch gestellt und künstlich. Oder fliegt ihm diese riesige Schmeißfliege rein zufällig gerade jetzt in den Mund? Zufällig ist hier nichts. Zusammen mit den Mönchen hat der Künstler Jörg Rathgeb jedes Detail präzise ausgewählt. Judas zum Beispiel soll triebgesteuert, gierig und falsch erscheinen. Laut Bibel wird er Jesus wenige Stunden später verraten. Da, oh? Die dunklen Gestalten im Hintergrund. Sie werden Christus gefangen nehmen, ihm Gotteslästerung vorwerfen und ihn zum Tode verurteilen. Er wird zutiefst gedemütigt, verspottet, gequält. Schrecklich. Den Anblick kann ich kaum ertragen. Aber genau darum geht es doch. Das Mitfühlen. Sich in Jesus hineinzuversetzen. Und die Kreuzigung. Soll uns jetzt ständig an unser eigenes Ende erinnern? Hey, das ist eine ernste Sache. Ja. Der Altar von Jörg Rathgeb zeigt äußerst eindrücklich den Übergang des Mittelalters in die Neuzeit. Damals waren Zeiten des Wandels. Luther schlägt seine Thesen an und spaltet die Kirche. Bauernaufstände verändern die politische und gesellschaftliche Ordnung im ganzen Land. Und um den wirren Umständen zu entkommen, fliegt der Altar nach Stuttgart in die sichere Staatsgalerie. Jetzt hör endlich auf zu spinnen. Er ist erst seit 90 Jahren in der Staatsgalerie. Und davor stand er noch recht lange in der Stiftskirche in Herrenberg. Oh. Da fällt mir etwas ein. Da draußen. Komm mit, ich zeig dir was. Hey, warte mal. Hier entlang. Auf nach Herrenberg. Aber jetzt ernsthaft. Warum steht der Altar nicht mehr in der Stiftskirche? Zum Schutz vor dem Bildersturm? Ein guter Gedanke, aber der war es nicht. Geschmäcker ändern sich einfach und die Darstellungen waren den Herrenbergern Ende des 19. Jahrhunderts viel zu anstößig. Man wollte sie einfach nicht mehr sehen und hat ihn verkauft. Hey, da ist er schon, die Glucke vom Goy. Ganz schön was los. Ach, wie schön. Früher sangen hier die Mönche im Chorbereich. Und dort stand er übrigens, der Altar. Du erinnerst dich? Ja, ich erinnere mich. Aber was ist mit den Herrenbergern? Vermisst man uns hier eigentlich? Also, ich finde es schade auf der einen Seite, dass der Altar weg ist. Auf der anderen Seite habe ich mich auch dran gewöhnt. Ja, aus kunsthistorischen Aspekt heraus wäre es natürlich zu begrüßen, der Altar wäre wieder da. Aber zumindest aus meiner Sicht der protestantischen Kirche aus haben wir uns eigentlich von den Altären weitgehend verabschiedet. Außerdem ist die Kirche auch ohne Altar durchaus ein Schmuckstück. Ganz vergessen hat man ja nicht, dass wir hier früher das zentrale Schmuckstück waren. Apropos früher. Erinnerst du dich noch an den Geruch der Ölfarben und der Kerzen? Das war der größte Raum der Bruderschaft. Er wurde Meister Rathgeb als Werkstatt zur Verfügung gestellt. Hier hat er gemalt. Vor 500 Jahren. Ja, lange her. Aber bis heute ist Herrenberg eine besondere Stadt und ein Zentrum der Kunst. Man erinnert sich gern auch weiterhin an Jörg Rathgeb. Alle kennen den Meister, seinen Altar, seinen politischen Einsatz in den Bauernkriegen und auch sein bitteres Ende. Diese Tafel zum Beispiel ist Teil eines nach ihm benannten Kunstpfades. Genauso wie dieser verspiegelte... Hä? Das sieht ja aus wie... Wow! Coole Abkürzung. Nach diesem Ausflug tut die Ruhe hier wieder gut. Ich leg mich kurz... Warte! Eine Frage noch. Was haben eigentlich wir Vögel und die anderen Tiere im Altar verloren? Wir?
Heute erfreuen wir hauptsächlich das aufmerksame Auge, das uns immer wieder im Altar entdecken kann. Aber ursprünglich kommentierten wir symbolisch die Inhalte der gemalten Tafeln. Wir sollten leise Botschafter und Vermittler sein. Vielleicht sind wir das auch heute noch.